Wir beginnen mit, ja, wie man eben Oxalsäure erstmal anmischt. Hier haben wir einen säureresistenten Kunststoff, speziell aus dem Chemielabor. Wir haben hier Oxovar von der Firma Andermatt Biofett. Die Oxalsäure-Dihydratlösung mit 5,5%, die haben wir hier. Dazugehörend haben wir hier den Saccharosezucker und man muss das natürlich kombinieren. Manch einer denkt, das ist dafür da, damit die Bienen das essen. Und ich finde, es klingt auch logisch, weil Zucker, naja, die Bienen fressen ja Zucker, Honig oder Zuckerwasser. Der Stoffwechsel braucht den Zucker. Aber tatsächlich würden die Bienen lieber verhungern, wie einen Zucker mit Oxalsäure zu konsumieren. Da gab es übrigens auch Forschungen im Bienenzoo Celle, da hat man das Thema durch. Und ganz klar ist, die Biene saugt es natürlich ein bisschen auf, aber spuckt es sofort wieder raus. Und jetzt fragt man sich, warum kommt hier Zucker in unser Behandlungsmittel rein? Und es ist eigentlich ganz einfach. Das hier hat die Wirkung. Das hier ist unser Vernetzermittel. Saccharose, Zucker klebt, so wie andere Zucker. Und wenn wir das fein auf die Bienen träufeln, den Wirkstoff mit der Zuckerpampe, dann klebt das im Haarkleid der Biene und so können die Bienen durch ihre Putzbewegungen im Volk, also Laufbewegungen und Putzverhalten, so kann eben der Wirkstoff von Biene zu Biene dann komplett übertragen werden. Und damit kriegen wir die restlichen aufsitzenden Varroamilben von der Biene weg. Was man jetzt noch dazu sagen sollte, die Oxalsäure gehört zu den biologischen Behandlungsmitteln. Natürlich ist es chemisch hergestellt, allerdings ist es so ein Bestandteil von der Biene. Die Biene hat in ihrem Panzer auch die Oxalsäure drin. Das heißt, wir erhöhen die Werte im Bienenvolk durch die Ausbringung auf die Bienen durch dieses Mittel. Und wenn man das gut einsetzt, dann gehen alle Milben hops und die Bienen überleben das ohne Probleme. Und was man jetzt auch noch dazu sagen sollte, die Oxalsäure, die kann man tatsächlich nur im brutfreien Zustand benutzen, weil sie wirkt eben nicht in die Brut rein. Die Bienen müssen wirklich brutfrei sein für die Aktion. So, in meine Plastikdose, da passen hier zweimal, deswegen habe ich auch das doppelt. Wir brauchen hier wirklich ein warmes Wasser erstmal. Das Wasser muss warm sein, damit sich das Saccharosepulver auch hier gut lösen kann. Und vor allen Dingen ist auch später wichtig, dass wir das Hand- oder lauwarm den Bienen dann auch draufträufeln, um Erfrierung vorzubeugen. Kommt Saccharosepulver rein. Okay, cool, kann man mittlerweile aufreißen. Also kann man auch essen, theoretisch giftig ist es nicht, aber in dem Fall ist es nicht für mich, sondern für die Bienen. Na gut, ich glaube, ich gehe mal lieber über das Waschbecken. Okay, erste Dosis. Und zweite Packung. Und auch noch rein. Gut. Jetzt wird es hier warm gemacht und immer wieder geschüttelt. Und erst wenn die ganze Lösung innen drin komplett
durchsichtig ist und wir keine Kristalle mehr am Boden sehen, dann können wir auch in die Behandlung reingehen. Da nimmt man jetzt eine normale Spritze, bis Maximum 50 Milliliter sollen wir behandeln. Ich persönlich behandle meine Bienen schon vor der Oxalsäure so gut, dass ich gesagt habe, hey, Maximum nehme ich 40 Milliliter pro starkes Bienenvolk. Ein schwaches Bienenvolk 10 bis 20 und alles zwischendrin kann man ja regulieren. Jetzt nehme ich etwas, was wir nicht in der Imkerei vorfinden können. Das ist eine Kanüle von einer Zahnarztpraxis, aber auch in jeder Apotheke erhältlich. Je dünner der Strahl bei der Behandlung, desto höher ist auch der Erfolg. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum das überhaupt auch bei mir in der Ausbildung mir nicht beigebracht worden ist. Und noch weniger verständlich, warum wir das nicht in unserem Imkerladen erhalten können. Korrigiert mich, wenn euer örtlicher Imkerladen das hat, würde mich freuen. Der Vorteil von dieser Kanüle ist, ich kann mir selbst das Zeug nicht injizieren, weil einfach hier die Spitze fehlt. Das ist einfach nur, also wird in der Medizin hauptsächlich genommen, um Ausspülungen zu machen. Bei der Zahnarztpraxis, wenn euch Zähne gezogen werden, dann geben die euch das immer mit, um das Loch auszuspülen. Kann man auch hier knicken und mache ich jetzt natürlich nicht. Ich will es ja gerade haben. Okay, hier mache ich jetzt einen Cut vom Video und dann geht's gleich weiter. Das schneide ich euch zusammen. Dann geht's gleich weiter direkt am Bienenstand. Bis gleich. Ja, jetzt geht der zweite Teil weiter. Die Säure ist angemischt. Das Wasser ist immer noch warm. Das ganze Ding hier sieht auch schon fast fertig aus. Ich muss jetzt allerdings noch ein bisschen schütteln. Kristalle sind noch nicht ganz aufgelöst. Kann ich jetzt aber auch während der Wegreise noch mal ein bisschen durchschütteln hier. Gestern im Video haben wir ja hier die Völker durchgeguckt. Die sehen alle sehr stabil aus in der Sekunde. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Restmilben rauszuholen. Wir haben kurz vor 17 Uhr. Wir haben November, Mitte November schon, und die Bienen sind bereits in ihrer Überwinterung. Und wie wir ja sagten, muss die Säure handwarm sein. Ist sie auch in der Sekunde. Sehr schön. Ich ziehe mir standardmäßig schon mal meine 40 Milliliter auf. Ob wir dann tatsächlich für dieses Bienenvolk die ganzen 40 reingeben, das ist immer abhängig von der Volksgröße, wie ich ja vorhin schon sagte. Ein bisschen mehr. So, okay. Jetzt kommt die Kanüle zum Einsatz. Dann könnt ihr auch gleich mal gucken, wie fein eben so ein Strahl sein sollte für die Behandlung. Bei einem Kistensystem ist es wichtig, dass wir immer erst von unten behandeln und dann, falls die Bienen überhaupt in der oberen Kiste sind, dann auch einen Deckel lüpfen und nochmal von oben behandeln. Auch wäre gut, wenn wir Minusgrade hätten. Haben wir nicht. Wir haben jetzt plus 7 Grad, aber es reicht aus für eine gute Verteilung von der Oxalsäure. Der Rauch wird nur im Extremfall eingesetzt, weil wir durch Rauch eben das Bienenvolk wieder nervös machen würden. Also das ist so ein großes, schönes Bienenvolk. Wir werden hier die 40 aus. Also die 40 werden wir brauchen. Okay.
Okay. Jetzt haben wir noch hier 12 Milliliter übrig. Und das ist, wo ich gerade eben meinte, das geht jetzt in die oberen Gassen rein, weil ja da auch noch ein Bienen, sozusagen der Rest vom Bienenvolk sitzt. Au, ich habe jetzt einen Finger gestochen. Und hier ist Ende vom Volk. Die Tropfen in der unteren Zarge macht es keinen Sinn, die Tropfen aufzusaugen, weil die Bienen so drüber laufen und so den Wirkstoff wieder verteilen. Im oberen Bereich sieht es anders da aus. Da gehe ich fein säuberlich nochmal bei jedem Tropfen drüber. So, okay, liebe Bienen. Der Job ist hier getan. Jetzt kann ich auch die Klammern wieder gerade setzen. Und nachher schieben wir die Völker noch zusammen, damit da nicht irgendwelche Lücken im Winter da sind. Selbe Spiel. Wir ziehen wieder die 40 Milliliter auf. Und nächstes Volk. Also auch hier werden wir die 40 ausrollen müssen. Das Volk ist nahezu ein bisschen schwächer, sind sie wie das Nachbarsvolk, aber kein großer Unterschied. Dieses Bienenvolk sitzt hier oben ziemlich knapp, deswegen werde ich hier noch mal jetzt drüber gehen. Hier sind auch tatsächlich die meisten Bienen drin, auf dieser Seite. Okay, und die restlichen machen wir jetzt wieder von oben. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so akribisch bei den letzten Volksdurchsichten diese Brücken entfernt habe. Weil mit jeder kleinen Wachsbrücke würde jetzt mein Strahl von der Oxalsäure da einfach hängen bleiben und gar nicht wirklich auf die Bienen kommen. Gut, das war doch jetzt schon zweimal eine ganz erfolgreiche Anwendung hier. Die haben wir da zusammen. Und jetzt kommt mein Trick, dass die immer schön zusammengeschoben werden, die Völker. Und wenn ich das nächste Mal hier bin, da habe ich heute jetzt echt keine Lust drauf, aber beim nächsten Mal werde ich ja die Völker wieder abdecken. Upsala, der Schlag war jetzt nicht so gut. Okay. Und zum nächsten Volk.
Also man sollte vielleicht jetzt nochmal fürs Video ganz klar sagen, eigentlich soll man das mit Schutzbrille und mit Handschuhen machen. Mir das bitte nicht nachmachen. Eine Behandlung ohne Handschuhe und ohne Schutzbrille. Solange ich hier privat bin, ist das meine Sache. Aber zum Beispiel meine Angestellten, die dürften das jetzt auch gar nicht machen. Die müssten dann auch mit Schutzhandschuhen hin. Ich habe jetzt hier die Klammer nur schräg gemacht, weil das Volk hat ja noch Brut und das jetzt weiß, alles was fertig ist, ist wieder Klammer normal. Und da, wo was noch zu tun ist, ist die Klammer dann schräg. Da habe ich ja gestern die Klammer schräg gesetzt, um zu sehen, dass das das Volk ist, wo ich behandeln muss. Wow, also das ist ein großes Volk hier. Da nehmen wir auch die 40 Milliliter schon mal standardmäßig rein, wenn wir bei dem brauchen. 40 haben wir. Okay. Das Homehive-Modell ist genauso zu behandeln wie die Segeberger-Kisten. Wir haben ja hier auch unser Klappsegment. Das können wir hier wunderbar nutzen. Wir gehen immer auf 90 Grad hoch, dass wir auch einen direkten Blick fürs Volk haben. Also bis jetzt habe ich keine einzige Biene getötet. Man hört es leider immer, wenn da so eine Chitinpanzer knackt. Wenn ich das Segment runterlasse, dann habe ich immer dieses Krick-Geräusch drin. Ich mag das Geräusch gar nicht, weil das zeigt immer mir an, dass ich unsauber gearbeitet habe. Und bis jetzt habe ich schon 3 Völker durch, ohne auch nur eine einzige Biene in Gefahr zu bringen. Genau hier, das Volk wird zum späteren Zeitpunkt behandelt. Das hier ist jetzt eine Segeberger Hochraumbeute. Ich mag die nicht sonderlich, weil also ich mag sie nicht durchzuschauen. Es gibt für mich bessere Modelle, zum Beispiel das Homehive. Ich habe sie aber noch zu Schulungszwecken drin. Noch ein Nachteil von dem System ist, dass die Waben dann doch sehr tief sind und eben die Oxalsäure dann komplett durchgehen muss. Wir nehmen hier auch 40 Milliliter. Das ist auch ein sehr großes, ruhiges, schönes Bienenvolk.
Also der Nachteil ist halt von dem System, ich muss hier tatsächlich jede Wabengasse zweimal drüber gehen. Und wenn die Bienen nicht schnell genug sind, dann ist es durchaus möglich, dass eine Biene zweimal die Säure drauf bekommt. Das ist eigentlich genau das, was ich vermeiden möchte. Aus dem Grund bin ich nicht der Fan von diesem Kistenmodell oder generell von diesen langgezogenen Rähmchen. Die haben auch bei der Bearbeitung zu viel Raum links, rechts zum Bienenquetschen. Das sind im kleineren Rähmchenmaß dann doch etwas genauer bei der Durchsicht. Ich zeige euch das im Sommer im nächsten Jahr, was ich damit meine. Und irgendwann mache ich auch nochmal ein Video zum Thema Kistenmodelle, was für Bienenkisten denn überhaupt geeignet sind und wo man lieber die Finger weglässt. Okay, guck, jetzt wisst ihr, was ich meine. Ich muss jetzt hier nochmal drüber. Aber die Bienen sind Gott sei Dank gut weggegangen. Ich sprühe jetzt hier ein bisschen schneller drüber, sonst reicht mir vielleicht die Spritze nicht, um nochmal überall drüber zu gehen. Bis jetzt sieht es gut aus. Okay. Und komm schon. Ja, zum Glück hat alles perfekt gereicht. Wunderbar. So, und jetzt kommt eben der Tipp, dass wenn wir eben so ein System haben, dass wir die Tropfen nochmal aufsammeln, weil die Chance ist sehr gering, dass diese Tropfen hier ins Haarkleid der Biene kommen. Also natürlich mache ich jetzt da auch keine Pfennigfuchserei. Ich hole nur die großen Tropfen wieder zurück. Auch hier bietet die Kanüle alle Chancen, das gut zu machen. Ihr seht ja, es funktioniert. Okay, jetzt kann ich hier nochmal, da war mal vorhin stehen geblieben. Mal zwei, drei Tropfen drauf. Gut. Und schließen. Klammer gerade für Ende. Und hier leicht zusammenschieben. Das Volk muss ich ja nochmal durchgucken, deswegen habe ich es jetzt nicht ganz rangeschoben. Wir haben noch zwei Völker zu behandeln. Das hier wird wieder zum späteren Zeitpunkt behandelt. Dann geht es mit dem hier weiter. Okay, also wir haben jetzt hier ein Bienenvolk, das ist gering kleiner. Hier gehe ich auf 30 ml, ich lasse hier noch 10 übrig. Also man muss sich schon ein bisschen reinfühlen in so eine Behandlung, weil eine Überdosierung ist speziell bei der Oxalsäure sowie bei der Ameisensäure hochgradig tödlich für ein Bienenvolk. Übrigens, was ich im ersten Teil des Videos vergessen habe, weil ich sagte ja, die Säure hat 5,5%. Und wenn die jetzt mit Zucker gestreckt wird, dann ergibt sich daraus eine 3,5%ige Oxalsäure-Dihydratlösung. Ich persönlich nehme nur die Träufelbehandlung. Ich halte von der Sprühbehandlung gar nichts. Die Gefahr ist dann doch zu hoch, dass wir uns das Zeug selber in die Lunge pumpen. Okay, die restlichen, die behandeln wir dann wieder von oben. Ist nicht mehr viel. Da bin ich nochmal drüber, weil da der Hauptsitz ist. Jetzt gehen wir hier hoch. Also wir haben noch 5 ml übrig. Wir wissen auch bereits, wo die Bienen sitzen, nämlich hier mittig. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Gut, und na komm, ich gehe noch einmal drüber, dass wir auf die richtige Anzahl kommen.
10 ml sind übrig geblieben. Also jetzt habt ihr auch hoffentlich ein gutes Bild gehabt für so ein etwas kleineres Volk. Nehmen wir dann auch weniger Säure. Wieder standardmäßig auf 40 hochgehen. Ich mache das deswegen, weil das ja eigentlich schwachsinnig ist, wenn man ein Volk offen hat und dann merkt, hups, zu wenig Säure. Und dann kann man es wieder schließen, wenn man allein ist und wieder die Spritze aufziehen. Das macht alles die Bienen nervös. Deswegen habe ich lieber einen Ticken mehr an der Spritze. Und wenn das Volk kleiner ist, dann muss ich ja jetzt nicht alles drauf tun. Kann man ja an der Skala gut sehen, wie viel Milliliter da fehlen. Wow, also das hier ist 100% wieder, geht auf 40. Ja, ein Riesenvolk hier. Wow. Schön stark. Jedes Bienenvolk, wo wir bis jetzt gesehen haben, kommt über den Winter ganz ohne irgendwelche Probleme. Ich freue mich schon auf Frühling. Ach ja, was man vielleicht auch sagen sollte, wenn ich so ein Bienenvolk mit meiner Hand hier halte und mit der anderen Hand die Spritze und mich dann doch mal eine Biene stechen sollte, zum Beispiel unter das Auge oder in die Lippe, habe ich halt Pech gehabt, dann heißt das den Schmerz aushalten, die Kiste bloß nicht fallen lassen und einfach weitermachen. Auch heute habe ich weder Handschuhe noch einen Schleier auf. Ich habe das heute den ganzen Tag gemacht, seit heute Morgen um 9 mit Bienen gearbeitet. Ich habe vorhin nur 2 Stiche in die Hände bekommen. Gut. Und der Rest geht oben. Upsala, jetzt ist die Kiste abgerutscht. Aber alles gut gegangen. Komm schon. Noch nicht mal eine Biene erwischt. Gut gemacht. So, wir haben es geschafft. Dann würde ich mal sagen, euch einen schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Die Einnahmen von dem Kanal hier gehen nämlich unserer Insektenschutzaktion Permabees. Da gehen die Einnahmen hin. Deswegen fleißig spenden, fleißig abonnieren, dass wir hier auch für die Tiere und auch für die Menschen die ganzen Permakulturen weiterhin etablieren können. Macht's gut, ciao.